Hallo Freunde der kleinen Spur, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, Zuseher meines Kanals, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Ich bin schon wieder da. Warum bin ich da? Mein erstes Mai-Video war ja qualitativ rechtes Fiasko. Also mir hat es nicht gefallen, tut mir leid. Grund dafür, ich habe also das Video schon am Mittwoch gemacht. Und seit Mittwoch war ich drüber, das Video hochzuladen. Ich weiß nicht, wer spackt. Spackt mein Videoprogramm oder spackt YouTube. Der lädt man auf bis am Schluss und am Schluss, wenn er fertig ist, sagt er Fehler. Ja, und dann, wenn du auf YouTube reingehst, das ist zwar da das Video, aber noch nicht zum Sehen, der lädt sich tot. Also habe ich da experimentiert und angezogen. Und am Schluss ist das rausgekommen, das was ihr am Samstag gesehen habt. War nicht das Wahre. Darum hau ich jetzt nochmal ein Video nach. Probiert da was aus. Und dann sehen wir, wie das mit der Qualität hier hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es klasse für euch, dass keiner die Qualität angesprochen hat. Ich war ja wirklich. Nein, danke. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das erste Video ist, was ich einstelle für euch. Ne? Und ich finde es klasse, dass da keiner irgendwie gemeckert hat oder was. Ne? Finde ich super. Darum mache ich heute ein Bastelvideo, sagen wir mal so. Und zwar über meine Stahlbrüllböcke. Sieht man, wie die gemacht werden. Ist eigentlich nicht einmal so schlimm. Ich werde mir einige davon machen, weil ich brauche doch ein bisschen was. Und wenn das wegen ankommt, na, da die vielleicht einmal die Holzbrüllböcke noch zeigen, wie ich die mache. Das sind all die Schwellen eigentlich. Die sind gefüllt mit Sand. Die sind auch so Uraltteile. Ich kann die euch auch noch zeigen. Und wenn Interesse besteht, wenn nicht, lasst es bleiben. Muss ja nicht sein. Aber ich habe mir gedacht, einfach bloß einmal zur Probe, mache jetzt einmal das Video. Dass ich sehe, wie hat das Himi nachfüllen, wird die Qualität besser, wird es nicht besser, wird schlechter. Schauen wir mal. Ich lasse mich selbst überraschen, lasst ihr euch auch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Bastelvideo, beim Brüllbockbau. Und ich danke euch. Pfiat euch, euer analoger Gerd. So, dann fangen wir mal an. Und wie ihr mich kennt, weiß, da muss was dampfen. Also wir haben Schienensticker, hat jeder über, gibt es gar nicht anders. Dann müssen wir jetzt einmal hier oben einen einschneiden. Und zwar schneide ich den einen von unten ein. Warum? Ich werde es gleich sehen. Einmal den Burschen drückt man nach unten, dann haben wir ein wenig so einen Winkel. Dann habe ich da auf mein Schablonenbrett einen Stichel gemacht, den können wir da umschneiden. Ja. Den drückt man nach oben. Dann hat man da auf unser Brett rauf. Hat man hingekommen. Und wunderschön Nummer 1 passt. Jetzt, warum haben wir das erste Stiegel von unten geschnitten? Weil wir da an der Führung das wegtrennen. Das braucht man nicht mehr. Ich mache da einen Splitter im Board rein. Ist auch nicht gut. So. Dann drückt man uns wieder zurecht. Wieder nach unten. Schauen wir mal. Ja. Hat schon ein wenig verdruckt. Kamera hat schnell schon. So lassen wir es. Das passt. Schneiden wir ab.
Und dann machen wir gleich nochmal eins. Erst wieder drunten. Und wir wissen es ja eh, wir müssen das sowieso zuschneiden, also machen wir es gleich. Da versucht es uns nicht so. Okay. Und weg wieder. Einmal. Also nach unten gebogen. Den legen wir dann wieder da her. Und schneiden uns oben an einer. Das wird jetzt so Nummer 2. Jawohl, bin ich zufrieden. Zum Ablängen. Für diese, dann brauchen wir unten 2 Stücke. In der Länge. Ja, hab ich gefallen. Nummer 1. Ja, hab ich gefallen. Bei Valentin. Ach ja. Einmal, zweimal. So. Die haben wir da. Ja, das ist ja ganz anders. Das ist ja schon, glaube ich, vor längerer Zeit einmal hab ich gefallen. Na, wo ist? Meine Hände. Ja, ich weiß. Ich hab's gefindelt. Da ist er. Gut. Haben wir das. Jetzt kommt die wahrscheinlich schwierigere Aufgabe von beiden. Also wir haben jetzt die zwei hinten drinnen. Dann die unteren Streben. Und jetzt machen wir uns diese im Bogen. Und zwar wieder oben am Kopf schneiden, ganz wichtig, und zwar alle Schnitt nebeneinander. Halt, da unten, da jetzt. Jetzt mit den Schnitt in den Spuren. Ihr bereitet es hinterher, wenn es zu wenig hat. So, das müsste aber gelangen. Ich habe mir da auch schon mal so ein wenig Stichel gemacht. Ja, das gelang die mal hin. So, schaut dann so aus. Na, wie er kam. Dann nehmen wir eine Rundzange, kluppen den Burschen da rein und dann ziehen wir nochmal schön da rum. Ja. Messert. Okay. Passen. So, den legen wir jetzt auch da rein. Da habe ich so ein Hölzel, das ist rund, sieht man ja. Schneid die Länge. Gut, also dann passen wir das mal rein, da das Teil. Haben wir einmal, dann haben wir eins für unsere Stehe, sieht man ja, das ist das mit oben abgeschnitten, das wird jetzt da reingefädelt und kommt da rein. Und so ein Stickerl, das kommt unterhalb verkehrt hin. Ja? Den müssen wir ein wenig drucken da.
dass er schön aufliegt. Fürs Erste schon mal recht schön. So, dann folgt natürlich draufbleiben. Wir nehmen da ein wenig. Also ich mache das, mein WC, sie macht es, weiß ich nicht. Ich brauche für solche Sachen mein Fett. Ich finde, mit Lötfett lässt sich das alles viel schöner machen. Und ich nehme dann Löthonig oder was weiß ich. Ich bin halt einfach nur aufs Lötzinn, aufs Lötfett aus. So, dann lassen wir ihn schön heiß werden. Wieder natürlich schon einmal nochmal anhitzen und schauen, was kommt. Ja, braucht ein wenig mehr. Sind auch gleich mit. Es klingt. Dann geben wir da was drauf. Dass die zwei auch schön verbunden sind. Die Seite auch. Dann da, wo wir geschnitten haben, nehmen wir auch wieder einen. Ah, wunderbar, das passt. Ganz überall da. Und dann lassen wir den abkühlen. Da passt er. So. Das ist jetzt Schritt 1, ist eigentlich kein Hexenwerk. Ne? Danach schneidet man ein wenig zu, habe ich schon hergelegt. Ein wenig abschleifen, wo wir Geld haben. Das war Nummer 1. Jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. So, da haben wir jetzt unsere Rohlinge. Ne, da zeige ich euch nochmal mein Mustermodel, wie das reingehört, das zeige ich. Ne? Ja, das wird da. Ja, das ist eine feine Sache. Da wird nämlich einer fast wie der andere. Also ganz genau maschinell oder was ist nicht. Aber es taugt mir und es ist eine Erleichterung. Ja, so, da haben wir jetzt die zwei. Dann braucht man nur mal so einen kleinen Stickel. Wofür zeige ich euch gleich. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir unser kleines Stickel, was wir gemacht haben. Das legen wir mal da rauf. Da habe ich die zwei Enden schon leicht verzinnt. Einfach, dass er sich schöner tut. Dann schieben wir Nummer 1 da rein. So. Nummer 2 auf die andere Seite. Dann richten wir uns den ein wenig hier da, dass er schön passt. Und ziehen wir ein wenig zusammen. Ja. Da braucht er ein bisschen ein wenig. Dann haben wir da so ein kleines Kaderl gekriegt. Dann kann man den Kameraden schön einziehen. So passt er. Dann nehmen wir den Leckholm. Und lädten das wieder schön zusammen. Einmal. Zweimal. Passt. So. Dann schieben wir das ganze Spiel
Retour. Außer damit. Ein wenig hergerichtet. So. Und dann haben wir da schon mal einen fast fertigen Rolling. Da haben wir noch einen. Das tun wir jetzt vom Fettbefreier. Das heißt, ich schmeiße das Spring ins Ultraschallbad, mache das schön sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach dem Saubermachen habe ich noch ein bisschen Kleinigkeiten angebracht. Das Streben vorne und das Ringerl. Bleibt da. Ja. Das geht sie mit rein, ich habe es schon mal ohne probiert. Schaut nicht so toll aus. Also kommt der Ringerl rein. Ganz egal, was ihr da nehmt. Ich habe da lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin. Mensch, was könnt ihr da nehmen? Na, schau. Schrumpfschläuche. Die brauchen ja in dem Sinn nichts halten. Es ist eigentlich nur die Verzierung. Und wenn das jetzt dann angemahlen ist, dann fällt das keinen Menschen auf. Über das gehen wir jetzt. Jetzt machen wir es einmal an und dann sehen wir uns wieder. So, nachdem wir es angemahlen haben, schaut die Butter da so aus. Jetzt brauchen wir noch Schwellen drunter. Und zwar brauchen wir hinten zwei. Die haben wir auch rausgeschnitten. Wenn es möglich ist, die kleinen Klammerl drauf lassen an die Schwellen. Dann braucht man die nämlich bloß schön vorsichtig da hinten reinziehen. Ja. Ist sie noch? Ja, die ist jetzt nicht drin. Warum der Teufel? So. Einmal. Und vorne einmal eins einer. Na! So. Da. Schaut das schon ein bisschen aus wie ein Bräubock. Dann haben wir hergeschnitten ein kleines Hötzl, das habe ich in einem anderen Braunton als Schwellenimitation. Die ist genauso lang wie der Schwellen ist. Ne? Und man könnte jetzt auch Originalschwellen einbichen, aber erst einmal hast du die kleine Zapferl drauf und zweitens hast du Löcher drinne. Schaut also schon mal nicht ganz so toll aus. Ja, den hat es ein bisschen aufgekommen da, den müssen wir drucken. So, jetzt. Wenn die Schwellen nicht halten, einfach ein Tröpfel Sekundenkleber drauf. So, jetzt kann man eigentlich die Schwellen nehmen, ne, und bloß da aufpippen. Ja, die sind sogar ein bisschen lang, sehe ich gerade. Wir haben zwar da die Schwellenlänge, aber na, ich meine, ich schneide da nur ein Stickerl weg. Dass es nicht gut so pölzert ausschaut. So, jetzt. Da. Ja. Passt das jetzt besser, schätze ich. Schauen wir mal. Ja, ganz was anderes. So, jetzt darf ich sagen, könnte man. Aber bei einem richtigen Signal, Signal bei einem Playbook, hast du ja. Da hat man ja da das kleine Schüttel dran hängen. Weiß nicht, sieht man das? Sieht man es nicht? Weiß nicht. Ja. Und sollte eigentlich dran sein. Und da haben wir auf dem Internet gibt es so einen schönen Bogen. Ja, da haben Dinger drauf, Signalzeichen und alles Mögliche. Da haben wir ausgedruckt. Dann eben die Sperrsignale auf meine berühmten Dosenbleche. Hinten ist lackiert, vorne wieder. Haben wir da so eine Reihe aufgeklebt. Die haben wir dann ausgeschnitten. Ja, das sind jetzt die Putzerle. Ja, die sind wirklich keine Scheißsäcke. Ja, haben wir da. Und den bichen wir jetzt da
an die rechte Seite vom Brüllbocki. Nehmen wir bloß ein bisschen Sekundenkleber. So. Den pitchen wir jetzt direkt da drauf. Man zieht dann wie ein alter Mado. Ja, lassen wir ein bisschen anziehen. Nehmen wir den nächsten gleich. Ach, ja, hallo. So. Weil das sind so Kleinigkeiten, die macht es einfach irgendwie ein wenig schöner. Wieder eins. Boah, nicht so krumm. Es schaut aus, wie wenn die was gemacht hat, besoffen wie wir. So, dann nehmen wir unser Schwirl. Da haben wir da ein bisschen Sekundenkleber drauf. Und das setzen wir jetzt dann ganz einfach mit zittriger Hand da drauf. Ja, einmal. Nehmen wir Nummer 2. Ja. Da haben wir den Burschen auch drauf. Das schüttelt, das ist ein ganz bisschen. Jetzt soll ich sagen, ein wenig schief. Nicht da schief, modern war. Aber nach dem Antrocknen kann man dann hergehen. Indem es ja ein ganz dünnes Blecherl ist, drückt man das vor. Und dann schaut das auch wieder klasse aus. So, schaut's her. Halt, ha! Schwimmbaum verloren. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Kleber drauf tun. Da ist jetzt da vom Schwellband ein wenig ein Überstand. Dann bringe ich das gar nicht so weit auf. Das muss auch nicht sein. So, jetzt müssen wir genau hören, dass das auch passt. Einmal, zweimal. So, und jetzt ein Stindler. Jetzt passt er. So. Zeige ich euch das einmal da. So, und so schaut es jetzt fertig aus. Ich sitze jetzt einmal auf das Anloch drauf und dann sehen wir uns wieder. So, und dann haben wir es da sitzen, die Burschen. Ja, ich finde, besser wie davor. Und es schaut nicht schlecht aus. Ja. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber ich finde, es rentiert sich. Ja. Macht schon. Macht was her, finde ich. Okay, das war's dann für heute. Dann sage ich wieder, pfiat euch. Und jetzt nochmal speziell für den Jürgen, für unseren Trümmern. Ja, gut, Jürgen, ich kann halt da hinten, kann ich nicht hin, also muss ich das Teil wirklich nehmen und umdrehen. Dann kannst du dir auch die Hinterseite begutachten. So, ich hoffe, die Neugier ist gestillt und du bist zufrieden damit. Freut mich. So, noch dreimal wieder. So, siehst du mal. Da steht er wieder. Wie gesagt, es fallen natürlich noch Häuser. Das kommt alles noch.
lasst mir auch ein bisschen Zeit. Das war's aber jetzt endgültig. Ich danke euch recht schön. Pfiat euch.